der Angriff auf die Bundes-FDP oder auf die Bundesregierung kommt, wäre es nach CDU-CSU gegangen, hätten wir zu Beginn der Ukraine-Krise ein totales Energieembargo beschlossen. Die Tatsache, dass die Bundesregierung es geschafft hat, dass wir bis Sommer die Gasspeicher komplett auffüllen, war nur dadurch möglich, dass wir nicht das getan haben, was CDU und CSU gefordert haben, nämlich ein sofortiges Energieembargo. Mit Ihnen wären wir mit leeren Gasspeichern in den Winter gekommen. Dank uns sind wir gut durch diesen Winter gekommen.